Eldariel, Rayane, die ein schlechtes Gefühl hatte bei der Reise. Aber wir müssen ja vorankommen. Doch sie hatte ein ungutes Gefühl. Schaut Eldariel komisch an. Ich hatte gerade diese unglaubliche Vision, wie du von Orks schwer verwundet wirst und daran stirbst. Aber wir müssen uns davon nicht aufhalten lassen. Also geht die Reise voran. Es ist bewölkt und kalt, aber kein Sturm. So kommt unsere Gruppe in der ersten Nacht schon gut voran. Nur Wasser findet heute Eldariel. Gibt leider kein fettes Karen, wie sich Tialf gewünscht hatte. Auch Kräuter findet unser guter Druide nicht. Aber immerhin kann die Gruppe 6 Stunden ausschlafen. Und am nächsten Tage wieder gutes Stück machen, da es nur kalt ist. Am Wegesrand erkennt ihr eine einladende. Nein, wir wollen nicht rasten, wir wollen vorankommen. Denn es ist ja auch nicht mehr Winter, sondern es kommt langsam der Frühling heran, bemerkt Rayane. Und als die Sonne zu Ende geht, legt sich unsere Gruppe wieder ins Lager. Eldariel findet auch wieder nur Wasser. Aber noch halten die Vorräte. Der Hunger hält sich in Grenzen. Und Sindar macht sich natürlich jetzt, wo wieder Frühling ist, auf der Suche nach Kräutern. Doch bis jetzt ist er noch etwas aus der Übung und findet deshalb noch nicht viele. Nach eurer Rast bemerkt ihr ein wenig Hügel an, die Spuren einer kleineren Herde. Offensichtlich Karens, die sich in Richtung der Berge bewegt haben. Wollt ihr? Die Spur führt von der Küste weg, in das hügelige Vorland der Jaldorberge. Nach geraumer Zeit könnt ihr eine kleine Herde von etwa 10 Karens friedlich am Rande eines kleinen Sees grasen sehen. Eldariel folgt der Herde der Karens leise auf Elfensohlen, in der Hoffnung, dass sie ihn nicht wittern und er einen guten Abendbraten fangen kann. Als ihr euch nähert, warnt ein etwas abseits stehendes Tier den Rest der Herde. Blitzartig stieben die Tiere in alle Richtungen auseinander. Enttäuscht gibt Eldariel auf, doch die Gruppe muss vorankommen. Darum geht er um. Und die Gruppe setzt den Weg fort. Am Wegesrand erkennt ihr... Nein, wir gehen weiter, denn wir wollen ja vorankommen. Wir haben ja schon bald die Hälfte des Weges zurückgelegt, bemerkt Eldariel. Das schaffen wir. Es ist ja auch nur noch kalt und nicht mehr frostig. Noch bis zum Abend reisen wir... Vor euch seht ihr einen kleinen, aber reißenden Bach, über den sich wohl ursprünglich einmal eine Hängebrücke spannte. Die Reste selbiger hängen zu beiden Seiten auch noch herunter. Der Bach selbst schäumt und gurgelt und scheint nicht leicht zu überqueren zu sein, vom Durchschwimmen erst gar nicht zu reden. Wollt ihr... Gabriel fängt lautstark das Lachen an. Spitzohr, so viel zum Thema. Wir reisen noch bis zum Abend. Dragan überlegt sich, Eldariel, meine Magiekunde sagt mir, euer Elfen könnt doch einen Solitrit, eine Brücke erstellen. Kannst du das? Eldariel versucht es, sich zu konzentrieren darauf, dass eine Brücke über den Bach entsteht, doch es gelingt ihm leider nicht. Eine selbstkonstruierte Brücke zu bauen, würde sehr lange dauern, fürchte ich. Wir sehen uns lieber nach einem besser erhaltenen Übergang um, bemerkt Eldariel nach kurzem Überlegen. Nach einem Umweg von sicherlich 8 Meilen findet ihr eine Stelle, an der ihr den Bach ohne Risiko überspringen könnt. Und nach etwa 2 Stunden befindet ihr euch wieder auf der Straße von Nahenheim nach Aubla. Und daraufhin geht die Reise bei frostigem Wetter weiter, doch jetzt ist bald... Besonders Rayane mit ihren schweren Verletzungen so erschöpft. Ich kann nicht mehr weiter, tut mir leid, aber wir müssen hier Rast machen. Eldariel nickt. Dann lasset uns hier Abend das Lager aufschlagen. Eldariel geht natürlich still und leise von dannen auf die Jagd.
Er findet heute kein Wasser, trotz des Baches, den wir gerade überquert haben. Aber er kann eines der Karren erlegen, das wir zuvor schon gesehen haben. Sinder sucht natürlich wieder 2 Stunden lang nach Kräutern, entdeckt aber leider keine. Und Gabriel kümmert sich einmal um die Wunden. Hayanis, er wird zwar langsam besser im Heilkunden, in der Wunde, doch so ganz gelingt es ihm heute noch nicht. Daraufhin schläft die Gruppe einmal 6 Stunden lang und reist dann weiter. Das Waldstück, das ihr nun schon seit einiger Zeit durchquert, scheint reich an Wild zu sein. Wollt ihr hier etwas erjagen? Nein, denn es ist gerade ein schweres Gewitter, es schneit, der Donner geht, man sieht, wie die Tiere sich in Deckung gehen, da ist nichts zu erjagen. Eldariel beschließt also weiterzugehen und sich möglichst in den Wald zu flüchten, um etwas Schutz vor dem Wetter zu kriegen. Trotz des schweren Gewitters kann die Gruppe noch einen Weg machen, fällt dann aber einfach erschöpft neben die Straße um. Eldariel, ach ihr Rosenohren, ihr solltet wirklich mehr draußen verbringen und weniger in euren Büchern schmökern. Gabriel fängt das Lachen an und Tiaf ebenfalls. Bücher? Lasst uns schlafen. Nun gut, dann lasst uns schlafen, sagt Eldariel und macht sich daraufhin noch einmal die Vorräte aufzufüllen. Sinder nach kurzer Pause sucht auch nochmal für eine Zeit nach Kräutern. Gabriel versucht noch einmal die Wunden Hayanis zu versorgen. Doch es will ihm heute einfach nicht gelingen. Ständig rutscht ihm der Verband aus. Die Kräuter, die er von Sinder bekommen hat, kriegt er nicht so richtig klein. Es will einfach nicht funktionieren. Und zwar so gar nicht. Daraufhin legt sich die Gruppe noch einmal für ganze 9 Stunden heute zu Bett und reist daraufhin weiter. Das Gewitter zieht sich noch immer hin. Sie halten die Jacken und die Mäntel über den Kopf, dass es sie etwas Schutz vor diesem Dauerregen bekommen. Der Donner zittert, die Bäume sind erscheinen wie gruselige Gestalten in der Ferne, durch wenn ein Blitz erscheint. Doch Eldariel treibt die Gruppe immer weiter, denn er will möglichst schnell nach Auplok kommen. Auch um diesem Gewitter zu entkommen, denn es scheint nicht aufzuhören. Und nach einer weiteren Zeit ist die Gruppe einfach zu erschöpft, um weiterzureisen. Immerhin kann Eldariel einen dicken, fetten Hirsch erlegen, der die gesamte Gruppe für die nächsten Tage mehr als satt macht. Das steigert die Laune in der Gruppe. Tiaf erzählt wieder blöde Torwalderwitze, die natürlich nicht gerade vor Anzüglichkeiten sparen. Sinder geht wieder schweigend auf die Suche nach Kräutern, kann aber leider wieder nichts entdecken und die Gruppe kann sich wieder für 6 Stunden hinlegen. Auplok, wir sind bald da. Ich glaube, ich sehe es schon am Horizont, bemerkt Eldariel, als Rayane hinter ihm einfach wieder umkippt. Ich glaube, wir müssen aber nochmal eine Rast machen. Eldariel seufzt, geht leicht murmelnd noch einmal auf die Jagd, kann aber nur Wasser finden. Ha! Wasser kannst sogar du erjagen! Lacht ihn. Kriegt er Gelächter von der Gruppe ab, als er das Wasser verteilt. Sinder geht auch für den Kräuter jagen. Doch die Kräuter sind heute sehr schnell und können ihm deshalb gut entkommen. Witzelt Tialf herum. Die Gruppe schläft daran. Beschließt daraufhin, 8 Stunden zu schlafen und in der Nacht weiterzureisen. Rayan und Sinder stellen fest, dass ihnen gerade ihre Vorräte ausgegangen sind. Aber am nächsten Tage bricht die Gruppe 2 Meter vor Auplok zusammen. Eldariel seufzt. Seht ihr, wie weit es noch ist? Da vorne sind doch schon eure Siedlungen. Die könnt ihr es. Er seufzt einfach nur und lässt die Gruppe 6 Stunden schlafen. Doch schlafen können sie nicht. Denn leider wachen sie in der Nacht von einem gekackraffen. Essen! 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 Und sie sehen, wie halb Vogel, halb Frau auf sie zustürmt.
ein großartiges Federgewirr. Gabriel seufzt nur. Könnt ihr uns nicht einfach mal in Ruhe nach Aublock reißen lassen? Warum habt ihr denn ständig Angst? Du macht sie doch endlich nieder. Es ist nur noch eine übrig, ruft ihn Gabriel zu. Kajane, die wieder einmal schwer verwundet ist. Kajane und Eldarie liegen nach dem Kampf in Ohnmacht. Doch es ist so kurz vor Aublock, dass die Gruppe sie einfach auf die Schulter nimmt und noch schnell die letzten paar Meter nach Aublock reist. Hier waren wir wirklich schon lange nicht mehr, meint, sieht sich Gabriel um. Wir sollten wieder erst einmal unsere Wunden auskurieren und dann sehen, wie es weitergeht. Genau meine Meinung. Wie es dann weitergeht, das sehen wir dann bei der nächsten Aufnahme wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.